richtig, dass ihr tagsüber auf den Dörfern auf Patrouille seid, aber dann kommen die Taliban eben nachts. Jetzt wollen sie, dass er an ihrer Seite kämpft, sonst bringen sie seine Familie um. Wir müssen hier raus! Verdammt, nun mach schon! Für sehr intensive Bilder, aber vor allen Dingen auch sehr unbequeme Fragen sorgt A War, ein Kriegs- und Gerichtsdrama aus Dänemark, das auch für den Auslands-Oscar nominiert gewesen ist und das ich nun nochmal auf Blu-ray und auch auf DVD euch empfehlen möchte. Darin geht es um den Armeekommandanten Klaus Pedersen, der in Afghanistan stationiert ist und eines Tages mit seiner Einheit in einen Hinterhalt der Taliban gerät. Um das Leben seiner Männer zu retten, fällt Pedersen eine ziemlich folgenschwere Entscheidung. Er lässt einen kompletten Gebäudekomplex bombardieren, was mehrere Zivilisten das Leben kostet. Und dafür muss er sich anschließend dann vor Gericht verantworten. Konnten Sie ausschließen, dass sich in Gebäude 6 Zivilpersonen befanden? Ich hatte eine Meldung, dass sich der Feind dort befindet und reagierte drauf. Es waren Frauen und Kinder. Was tust du, wenn es keine richtige Antwort gibt? Darum dreht sich A War. Und natürlich darum, ob Klaus die Wahrheit sagen soll und dafür bestraft wird oder ob er lügen soll, um seine Familie versorgen zu können. Ein Gewissenskonflikt, den Regisseur Tobias Lindholm mit viel Geschick und wirklich eindringlichen Handkamerabildern erarbeitet. Er ist immer ganz, ganz dicht dran an den Figuren und er schafft dadurch ein Gefühl der Nähe und auch Greifbarkeit. Er selbst ergreift bei dieser ganzen Geschichte keine Partei, sondern überlässt es uns, also dem Zuschauer, sich eine Meinung zu bilden. Und das führt vor allem dazu, dass man mal wieder erkennt, wie wahnsinnig und vor allen Dingen komplett sinnlos, auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, Kriege sind. Das war meine Entscheidung. Ich kann noch nicht den Männern die Schuld geben. Kann ja sein, dass du 8 Kinder umgebracht hast, aber hier hast du 3 Kinder, die leben! Entschuldigung. Wer sich für die Blu-ray zu War entscheiden sollte, darf sich auf ein Bild mit durchgehend hoher Schärfe, einer schönen Plastizität und ganz, ganz vielen Details freuen. Nicht wundern, die Farben sind in den, sag ich mal, den jeweiligen Settings angepasst. Das bedeutet, in Dänemark und vor Gericht sind sie entsättigt. In Afghanistan wirkt alles ein wenig gelbstichig. Die Tonspur auf der anderen Seite ist ordentlich, klar verständlich und natürlich abgemischt. Es fehlt nur so ein bisschen an Bass und vor allen Dingen auch an Raumklang. Die hinteren Lautsprecher, wenn ihr denn so ein Dolby Surround Ding zu Hause habt, werden leider nicht so oft mit einbezogen. Und auch die Extras hätten ein bisschen üppiger sein können. Außer einem Making-of gibt es leider gar nichts und keine weiteren Hintergrundinfos. Nun ja, aber alles in allem, zusammengefasst, handelt es sich dabei um eine wirklich sehr gute Disc und einen so schwierigen wie auch faszinierenden Film. Also A War hätte auf jeden Fall auch einen Auslands-Oscar verdient. Meine Ranks-Tags: Kriegsdrama, Afghanistan, Pilo Esbeck, Kollateralschäden und Verantwortung. Mal im Ernst, was verdammt ist mit euch los? Wir sind die Bösen. Wir tun sowas. So, ich würde mal sagen, genug jetzt. Kommen wir zum Punkt. Suicide Squad ist für DC ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings nur ein kleiner. Denn er nutzt sein Potenzial nicht richtig aus und leidet wie Batman vs. Superman darunter, dass in einem Jahr all das aufgeholt und aufgebaut werden soll, wofür sich Marvel 8 Jahre Zeit ließ.